Hallo zusammen, hier ist wieder Forstheld mit einer neuen Ausgabe meiner 15-Minuten-Challenge. Ich hoffe, mein neues Intro hat euch gefallen. Ich blende hier mal wieder die Regeln ein. Die dürften in der Zwischenzeit bekannt sein und ich möchte auch heute wieder nicht allzu lange drum rumreden. Ich habe mir überlegt, dass ich heute die Fasanenmission angehe. Zum einen, weil es mal was anderes ist und zum anderen habe ich mir gerade die neue Shotgun, die Single Shotgun aus dem Shop geholt und die würde ich gern mal ins Revier tragen und mit euch den ersten Abschuss tätigen. Dann sehen wir uns gleich in Hirschfelden. Bis dann. Ja, hallo zusammen. Hier aus Hirschfelden. Hier ist wieder Forstheld, jetzt im Revier. Ihr seht mich hier mit der Single Shotgun der neuen, der ersten Waffe, die man für Gems kaufen kann, in der Hand. Ich habe sie jetzt noch nicht ausprobiert. Das ist das allererste Mal, dass ich sie mit dabei habe und ich dachte, ihr wollt sie bestimmt auch mal sehen. Deswegen zeige ich sie euch hier und ich kann vielleicht auch mal kurz die Nachladeanimation zeigen und die Waffe im Anschlag. So sieht es aus. Als zweite Waffe habe ich noch die F3, die Blaser F3 Bockflinte dabei. Und im Rucksack auch noch die Querflinte. Ja, als weiteres, na, worum geht es nicht hier? Als weiteres Item, das ich für diese Jagd brauche, habe ich den Fasanencaller dabei. Über den werde ich gleich was sagen, wenn wir losgehen. Ich denke auch, wir brauchen hier nicht lang rumtun. Ich würde sagen, die Zeit startet ab jetzt. Und dann ziehen wir los. Ich renne jetzt erstmal, bevor es losgeht, Richtung der Felder, weil hier im Wald, selbst wenn dort ein Fasan sich aufhalten sollte, können wir den nicht einfach erlegen. Aus der Luft. Wir wollen ja das Tier aus der Luft erlegen. Ja, weiblicher Recall. Ich versuche das ein wenig zu umgehen. Ich denke, ich laufe eher oben drum vorbei, nördlich. Ja, was ich sagen wollte, an der Fasanencaller, den ich dabei habe, der funktioniert anders als die anderen Caller, die ihr aus dem Spiel kennt. Falls ihr es nicht wisst, möchte ich es kurz beschreiben. Und zwar animiert der Fasanencaller den Fasan dazu, auf den Ruf zu antworten und nicht auf den Ruf zu kommen. Also wir haben ja ein paar wenige Tierarten, die auf Calls antworten, wie den Roosevelt Wapiti, den Rothirsch oder auch den Elch. Allerdings antworten die auf den Call und die kommen auch zum Callpunkt für eine gewisse Zeit, solange der Call wirkt. Allerdings die Fasane, die kommen nicht zum Callpunkt. Die antworten einfach nur auf den Call. Also wenn wir callen, callen die zurück. Wir können dann aber das akustische Signal mit dem Hunter-Mate aufnehmen, bekommen dadurch eine Position von dem Fasan und können dann uns dorthin begeben und den Fasan versuchen aufzuspüren und ihn zu erlegen. Mein Vorgehen würde jetzt sein, erstmal ein bisschen zu callen, in der Hoffnung, schnell den Fasan zu finden. Wenn wir Glück haben, es geht ja um männliche Fasane aus der Luft, wenn wir Glück haben, ist es mehr wie ein Fasan. Wenn dem so sein sollte, werde ich meinen ersten Versuch mit Blaser F3 machen, weil ich dann zwei Schüsse habe und den dritten Fasan versuchen mit der Single Shotgun zu bekommen. Bevor wir jetzt hier überhaupt erstmal irgendwas finden, kann ich euch gleich vorwarnen. Ich bin der weltschlechteste Fasanenschütze. Also die Chance, dass wir hier mal wieder eine gefailte Mission haben, sehe ich als relativ groß an. Da ich, wie gesagt, nicht wirklich besonders talentiert bin im Fasanejagen. Okay. Also wenn wir den Fasan lokalisiert haben, werden wir uns auf ihn zubewegen. Man kann dann noch ein Stück weit aufrecht gehen, am Schluss in die Hocke. So wie ich das kenne, gehen die Fasane dann irgendwann, wenn man so etwa 20 Meter dran ist, in Deckung, ducken sich weg. Wenn sie das machen, würde ich stehen bleiben, die Waffe hochnehmen, in Anschlag bringen, pfeifen, der Fasan fliegt ab, wir schießen. Und wenn ich Glück habe, fällt er dann vom Himmel. Dort bewegt sich irgendwas, das dürfte ein Reh sein.
Ja, das ist das weibliche Reh, das vorhin gecallt hat. Wir sehen auch, es hebt den Vorderlauf und ist im nervösen Modus. Durch mein Rennen werde ich es erschreckt haben, aber die Rehe interessieren uns ja jetzt erstmal nicht. Ich werde hier jetzt weiter fleißig callen. In der Hoffnung, dass uns ein Fasan antwortet. Oder dass wir vielleicht einen spotten können. Nicht nur, dass ich nicht so ein guter Schütze auf die Fasane bin, ich habe auch nicht wirklich große Ahnung, wo ich jetzt besonders viele Fasane finde. Ich hatte immer den Eindruck, dass hier an dieser Grenze zwischen Maisfeldern und Kornfeldern doch recht häufig welche sind. Ich hoffe mal, ich liege da damit richtig. Sind es doch schon wieder, glaube ich, eine ganze Weile unterwegs. Ich habe natürlich mal wieder nicht auf die Uhr geschaut. Aber ich könnte mir vorstellen, dass schon so 4-5 Minuten wieder von der Uhr sind. Ich muss es natürlich auch gleich wieder übertreiben und nicht einen Fasan, sondern drei auf die Agenda schreiben. Aber ich dachte mir irgendwie, so wie ich das kenne, sind die dann meistens in dem Schwarm und man kann vielleicht einen oder zwei erlegen und wenn die anderen wegfliegen, sieht man, wo sie hinfliegen und man kann sie wieder aufsuchen. Vielleicht falsch gedacht, nachdem ich hier jetzt nicht mal einen finde. Gefällt mir schon wieder nicht so, aber das Reh callt wieder. Nicht das Reh callt wieder, sondern ein anderes Reh callt wieder. Das wäre jetzt auch ein bisschen zügig gewesen, dass es aus dem nervösen Modus rauskommt. Und sieht nicht so gut aus mit Fasanen. Ja, ihr habt bestimmt das neue Update schon gesehen. Mit den Handzeichen im Multiplayer. Ich bin gespannt, ob sich das durchsetzt. Ich finde die Steuerung etwas kompliziert, mit dem erst auf T drücken und dann mit der Maus auswählen. Ich denke, da wären Hotkeys, die man definieren kann, etwas geschickter, weil es einfach schneller geht. Weil gerade Stopp, das Kommando Stopp muss doch recht zügig kommen. Aber an sich finde ich die Idee sehr gut. Gerade im Multiplayer, wo teilweise Sprachbarrieren bei der internationalen Community bestehen oder auch einfach Chatten doch ziemlich ja, nervend sein kann und von der Jagd ablenkt, wenn ich immer tippen muss, das ist noch langsamer. Also von daher finde ich die Idee gut. Ich habe es jetzt noch nicht groß ausprobiert. Ah, ich sehe einen Fasan, der nicht auf meine Calls geantwortet hat. Okay. Sind zwei Fasane hervorragend. Wie weit sind denn die noch weg? Nicht, dass die jetzt weglaufen. Ich glaube, ich kann noch ein Stück aufrecht. Na, traue mich nicht. Ich weiß nur, dass wenn die in die Büsche reinlaufen, dass das schlecht für mich ist. Weil sie dann wieder nicht fliegen, wenn ich pfeife. Okay, der läuft etwas weg. Da ist noch einer. Okay, genug Fasane wären da. Jetzt müssen wir sie nur noch irgendwie erlegt bekommen. Ich werde jetzt den hier mal als mein Wunschobjekt aus. Da fliegt schon irgendwo einer. Aber der ist noch da. Okay, der geht jetzt in Deckung.
Ich hoffe, dass er jetzt irgendwo seinen Kopf wieder zeigt, ja? So. Okay. Das war ja jetzt schon mal nicht so ganz verkehrt. Einen haben wir zumindest. Ich weiß nicht, wie wir in der Zeit liegen, ob wir die Chance haben, drei zu bekommen, aber ich habe mit der Shotgun, ihr werdet es jetzt gleich auch in der Einblendung sehen, mit der Single Shotgun meinen ersten Abschuss getätigt. Wir haben hier einen Fasan, 26,6, das ist glaube ich sogar mein bester diese Saison, also gar kein so ein schlechter. Ich mache jetzt aber natürlich gleich weiter, weil ich ja. Weil ich ja, wir haben hier geschossen, da kann ich vielleicht ein Stück rennen. Weil ich ja noch zwei brauche. Ich habe jetzt natürlich nicht gesehen, wo die anderen hingeflogen sind. Das ist ein bisschen blöd. Ich renne jetzt einfach mal ein Stück hier hoch. Call mal. Also ich denke, so 4 bis 5 Minuten müsste ich noch Zeit haben. Ich bin schon froh, dass ich überhaupt einen Fasan jetzt zur Strecke bringen konnte. Na, auch mit der neuen Waffe. Konntet ihr die auch mal in Aktion sehen? Ja, und die GMS für die neue Waffe kann man sich ja prima mit den neuen Endmissionen verdienen. Kleine Anekdote, ich hänge bei der zweiten Mission. Viele haben ja alle Missionen in einem Aufwasch, in einer Jagd erledigt, aber wie ihr ja aus meinem Entenvideo wisst, jage ich die Enten an einem Ort, an dem sie nicht landen. Und wenn sie nicht landen, callen sie nicht. Und wenn sie nicht callen, kann ich keinen Call aufnehmen. Das heißt, ich muss hoffen, dass eine der 30 gespawnten Enten am Boden gespawnten Enten in meiner Nähe ist und callt, und das passiert so selten. Ich könnte natürlich mein Setup umbauen, um die Mission zu erledigen, aber vielleicht gehe ich auch mal auf einen Server bei jemand. Zeit rennt. Ich vermute, schaffen kann ich es nur noch, wenn ich eine Doublette finde. Schön wäre jetzt erstmal überhaupt mal einen Fasan zu sehen. Es sind auf jeden Fall überall Fasanenspuren. Was ja schon mal nicht so verkehrt ist. Ich werde jetzt dort vorne, wo ich ein bisschen Überblick habe, mal versuchen, das Gelände abzusuchen, ob wir hier irgendwo einen Fasan entdecken können. Mir kommt so vor, als ob, wenn ich sonst auf der Jagd bin, ständig über Fasane laufe. Und wenn ich mal. Dort ist einer. Aha. Zumindest einen habe ich mal entdeckt. Ich nehme gleich wieder das Entfernungsmesser. Den Entfernungsmesser. Vorne waren die doch irgendwo. Da ist er. Jetzt tatsächlich schon in Deckung gegangen auf so weite Distanz. Sieht so aus. Ah, da ist er. Okay. Waffe hoch. Okay, durchladen hätten wir mal können.
Das waren, glaube ich, alles Weibchen. Okay. Okay, das war nichts, war nur ein Versuch. Wie sind wir in der Zeit? Ich denke, ich habe nur noch eine Minute, das wird wahrscheinlich nichts mehr. Wir haben aber noch einen gefunden. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch den dritten versuchen, und dann natürlich erst im Videoschnitt sehen, ob die Zeit gereicht hat oder nicht. Aber kurz versuchen, noch den dritten zu bekommen. Wo? Ich höre nur das fliegende Geräusch. Mist. Vielleicht soll ich die Waffe draußen lassen, wenn ich hier umherrenne. Ich habe ja auch leichte Lags im Moment. Ist vielleicht nicht die beste Gegend bei diesen Maisfeldern, ein Video zu drehen, weil hier die Framerate doch immer ziemlich einbricht. Pilz einsammeln. Ich habe schon wieder Flügelschlagen gehört. Da, aber es ist ein Weibchen. Okay. Das war Nummer 3. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es geschafft habe. Ich konnte jetzt nicht mehr die Waffe wechseln wegen der Zeit. Ich bin, wie gesagt, mir nicht sicher, ob ich es geschafft habe. Auf jeden Fall, was ich erreicht habe, ist 3 Fasane aus der Luft. Es war jetzt gerade ein glücklicher Zufall, wie der hier auf uns zugeflogen ist. Trophy Shots konnte ich auch keine machen. Ja, so viel von mir. Ich hoffe, euch hat es mal wieder gefallen. Ihr könnt vielleicht auch Kommentare dazu posten, wie ihr mein neues Intro findet. Ich habe da ein bisschen Animationen eingebaut. Ich weiß nicht, ob das zu verspielt ist oder nicht. In diesem Sinne, das war's von mir, eurem Forstheld. Happy Hunting!